Ich muss glaube ich nochmal neu installieren den LCPD. Das ist irgendwie egal. Oh, bist du tot? Scheiße. Komm. Evakuieren hier. Oh, Mist. Was wieder, Stolen Vehicle? Cool, aber komm, Feuerwehr. Okay, das war's. Brennt mein Wagen? So, hallo, und da bin ich wieder zu einer neuen Folge von LCPDFR. Wir sind hier heute in Zivil, aber diesmal in ganz Zivil, nicht in FBI, sondern in ganz Zivil. Ich habe gerade noch eine Taube gesehen. Die soll mir ja immer erschießen. So. Wir steigen jetzt erstmal in unseren schönen Zivilwagen ein, der Nissan GTR PPV. So habe ich ihn runtergeladen, so heißt er, keine Ahnung. Ich nehme meistens immer die Wagen, die ich runterlade, so heißt die dann auch. Die ist zwar nicht ganz zivil, weil Sheriff hier drauf steht. Aber das übersehen wir mal. Ich dachte gerade, die läuft auf der Straße. Gut, nehmen wir mal Upsala. Unsere Schreife. Unsere. Alles klar, wir haben jetzt hier kleine kleine homeless people, die keine Hause haben. Ja, darum heißen sie auch homeless. Oh, ich bin so schlau. Hä, soll ich da hoch? Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Ich muss doch hier wieder runter, ne? Ja, boah, das hat's vollgebracht. Alter, das hat's vollgebracht, da hochzufahren. Alles klar. Ich suche die mal, diese Homeless People hier. Im Cobra 11 Style, aber. Da. So. Gut, dann nicht. Wenn ihr nicht so gehen wollt, dann müssen wir dieses leider tun. Und was finden wir? Wir finden gar nichts. Ach, bin ich nicht gut. So. Ne, nicht sorry to trouble. Los. Ich glaube, der hatte nur ein Auge, ne? Ja, genau. Alter, wie GTA das gemacht hat. Nicht schlecht. Sind zwar noch ein paar Bugs drin. Nein, nicht sorry to trouble. Du hast hier Trouble gemacht. Sonst wären wir gar nicht gekommen. So, Alter, wie geil das einfach aussieht im Hintergrund. So ein. Alter, sieht echt geil aus. Mal gucken, ob er wirklich geht. Der gelbe Punkt ist weg, alles klar. Oh,
okay, people, move along. Let's get on with our jobs. Los, hau ab. Ich wollte gerade einfach Gas geben und... Man könnte so einen GTA-Film machen. Das wird so richtig geil aussehen, so mit Multiplayer. Und dann so richtig schön so... Nein, genau das vermeiden. Cobra 11-Style und das vermeiden. Oh, der Kofferraum ist offen. Bei K geht gar nichts. Ne, das Auto hat kein K. Hat nur diese Lights. Die finde ich eigentlich auch recht geil. Das Auto mag ich mehr, das habe ich nämlich gegen den Impala ausgetauscht. Das Auto mag ich mehr als den Impala, denn wenn ich jetzt J, ups, das war K, J, J und J drücke und K und L ausmache, blinken zwar trotzdem die Bremslichter da, aber halt auch die in der Mitte da halt. Und wenn ich jetzt noch L dazu mache und J wieder ausmache und L dazu mache, dann sind es halt nur die. Also darum finde ich den, wie auch immer der jetzt heißt, den Nissan, richtig geil. Das war rot, mein Freundchen. Der ist nämlich gerade eben über rot gefahren. So. Die Warning Lights anmachen. Der hat gerade noch was aus dem Auto geworfen. Alles klar, das merke ich mir. Das war nicht so allzu schlau, junge Dame. Okay, sofort aussteigen. Ich weiß halt nicht, was man da in echt macht, wenn man die zu Hause vergessen hat. Man fragt dann nach dem Namen und fragt dann auf der Polizeiwache, aber das geht hier nicht. Ich mache einfach 100 Euler. 100 Euler. Euler. Ich wollte erst Euro sagen. Haben sie gerade nochmal Glück gehabt. Ich habe einen guten Tag heute. Aber gut, wen brauche ich in meinem Einsatz, wo man richtig schnell fahren müsste? Weil da bricht der Wagen aus. Weil der hat irgendwie eine sehr, sehr schlechte Bodenhaftung. Das wollte ich eigentlich auch mal gezeigt haben, aber es geht nicht, wenn wir keinen Einsatz bekommen. Und der hat auch nur zwei Sitze, das heißt, wir müssen immer einrufen. Darf man rechts überholen? Warte, er überholt ja nicht. Er fährt hier nur vorbei. Wenn er jetzt links rüberzieht, dann ist das überholen. Wow. Wow. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter Schwede. Alter Schwede. Ich gehe hier rüber. Kann der nämlich auch nicht wegfahren. Aggressives Fahren ohne Ende, Junge. Wir stehen einfach mitten auf der Autobahn. Es wäre cool, wenn es noch so einen Mod geben würde, wo man dann vor deinem Auto fahren könnte und das Auto fährt, erfolgt einem dann. Zwei Cautions, Avoid Lessons. Okay, dann belassen wir es mal bei der Strafe. Junge. Einer Strafe. Hallo? Eine Strafe. Über 40 Dollars. Ja, da hinten, siehst du? Steigst du jetzt mal ein, dankeschön. Alter, was geht mit dem da hinten ab? Okay, das ist der gleiche.
Stolen Vehicle. A Stolen Vehicle, wie geil, das hatte ich noch nie. Der erste stolenen Vehicle. Nein. Ah, komm, das kann nicht sein, Nicht Suspect Lost. Alter, was soll das hier? Lass mich doch mal vorbei. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Da ist nämlich schon wieder ein Kollege von mir. Alter, nein. In der Black Parents, alles klar. In der Black irgendwas. Nicht Suspect Lost. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, da hinten ist er. Es ist zwar Suspect Lost. Sorry, Kollegen. Scheiß. Wow, hab ich gar nicht gesehen. Alter, ich fahre heute wie der letzte Dreck, ne? Ich will doch nur ganz schnell dahin. Der ist halt gleich gewonnen. Mann. Das war der erste Stolen Vehicle. Da hinten, ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Ne, die fahren alle so schnell hier. Oh, nee. Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch jetzt... Oh, Mist. Ist doch doof. Weil die Leute hier zu dumm sind, um ein Auto zu verfolgen, ey. Alter. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich darf hier nur rechts. Wie scheiße ist das denn? Gut, ich bin, hab mich leider überdreht. Tut mir leid. Ah, da zerhau ich meine Scheiben für. Geht nicht mehr. Nee, gut, das ist ein ganz normaler. Das sah gerade so ein bisschen aus, als ob da ein anderer drin sitzt, aber okay. Wow. Einmal versucht zu schnell zu fahren und schon rutscht das Wagen. Schon rutscht das Wagen wieder weg. Ich wollte eigentlich das machen, das habe ich jetzt. So. Straßenrennen. Nein. Wie schnell der Wagen einfach abbricht. Also abrutscht. Das ist echt. Das ist echt scheiße, dass der so schnell ausbricht. Der hat sogar Vorderantrieb. Sehe ich gerade. Also Vorderrad. Ich möchte einmal, dass der auch kaputt geht vorne. Nein. Ich kann keine Waffe mehr auswählen. Was soll das denn? Habe ich keine Waffe mehr? Wir brauchen auch noch einmal eine Ambulanz. Doch, jetzt kann ich mal Waffen wieder auswählen. Was ist der?
Ich kann nur nicht, sorry. Das war meine Schuld. Hey, Junge. Auf wen oder was hat er gerade geschossen? Hat er den einfach aus dem Auto rausgezogen, ey? Das gibt's nicht. Doch, bei Schoffok. In Schoffok gibt's das. Doch, bei Schoffok. Bei Schoffok Richtung Felsbastelit. So, jetzt kann es aber mal wieder hier explodieren. Das wäre völlig in Ordnung. Wie es einfach aussieht. Einmal gedreht. Komm, please explode. Do not enter. Ah. Na, lenken ist, lenken ist, glaube ich, driften kann man damit aber gut. Und sieht auch noch cool aus im Hintergrund, wenn da sowas kommt. Ja, driften könnte man, wenn man, scheiße. Wenn man driften könnte, dann könnte man driften. Oh, ist gerade auf grün. Auf jeden Fall, man muss halt nur noch so weit rumdriften, weil gerade bleibt auf jeden Fall, der rutscht also nicht wieder, der bricht nicht aus. Ja, das Gegenteil, er will nicht driften. Komm, drifte doch. Man muss lange die Handbremse gezogen haben, halten, nicht haben. Das war rot, Junge. Und fährst ihn dann auch noch rein. Und fährst mir dann auch noch rein. Ja gut, du kannst weiterfahren. Ich nehme ihn hier. Keiner. Du wirst sofort festgenommen. Keiner beleidigt mich, hast du mir gehört? Wenn ich nicht gehört habe, dann... Obwohl, ich mach's einfach nochmal hier. So. Falls ihr es nicht gehört habt... Ja, also, was wollte ich jetzt, das hier wollte ich F10, aggressives Driven. Er hat nämlich gesagt, hey, Idiot. Und ich bin kein Idiot. Also von daher. F9. Kleinen Moment. Bitte bleiben Sie dann Ort und Stelle. Einmal suchen. Oh Gott, wie wird der geschrieben? Oswaldo Koch. Koch ist aber ein deutscher Name. Upsala, ich habe die Tab-Taste. Ist das schlimm, dass ich die Tab-Taste jetzt anhabe? Nee. Oswaldo Koch, eine Caution Mail, alles in Ordnung bei dir? Und bei Everett Woodward, oh Gott, Everett Woodward, bei dir ist noch mehr alles in Ordnung als bei ihm. Upsa, das heißt... Was stand da gerade? Das heißt, sie kriegen eine Warnung von über 100 Euro wegen Beamtenbeleidigung. Hätten sie jetzt noch irgendwas, wären sie sofort draußen. Also, passen sie beim nächsten Mal auf, was sie sagen, wenn sie... Obwohl, ich hatte ja ein getarntes Fahrzeug, ne? Tja.
Ist nicht... Oh, ist nicht schlau sowas. Achso, ich hab... Das Ding wieder an... Oh nee, ich hab... Die ELS-Version wieder angemacht. Also ELS. Doch, geht alles wieder. Alles klar, geht wieder, alles wieder. Ich habe nur gerade wieder rumgetestet, dass alles funktioniert. Ey, das ist beste Ampel ever. Hier ist grün und jetzt kann man hier wieder stehen bleiben. Das ist beste Ampel ever. 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 Oh, das ist knapp, Alter. Fast. Fast wäre ich rausgekommen. Jetzt brauchen wir nur mal wieder irgendwann mal wieder einen Einsatz. Das wäre sehr nett. Wir spielen ja, wie schon gesagt, auf der SCPD First Respawn 1.1. Aber ich weiß auch nicht, hier kommen auch ganz wenig Einsätze irgendwie. Ich muss, glaube ich, nochmal neu installieren, den SCPD. Das ist irgendwie... Egal. Oh. Bist du tot? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Komm, 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 komm. Evakuieren hier. Oh, Mist, 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 Mist. Was wieder, Stone Vehicle? Cool, 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 aber komm, Feuerwehr. Okay, das war's. Brennt mein Wagen? Brennt mein Wagen ernsthaft? Hier ist nicht mehr. Hey, was habe ich gemacht? So, das wollte ich machen. Jetzt kommt es Feuerwehr oder was? Im was? Im pinken Blister? Was hat der gerade gesagt? Ich bin hier, ich bin hinten dran an einem Verdächtigen. Wir sind gerade auf der Tamley Street. Jetzt auf der Fahrt Roadway. Nein. Ja. Wir bräuchten bitte einmal Unterstützung hier. In Leftwood. Please step out of your car. Suspect heading south in Leftwood in a dark gray blister. Doch dark gray blister, sagt er. Das ist wahrscheinlich doch ein Blister. Ich muss ihn kurz ein bisschen... Nein, überdreht. Der, das ist halt, weil das Auto nicht so gut standhalten kann. Oh. Alter, wie das aussieht hier. Von überall kommen manchmal Polizisten hier. Jetzt die Cobra 11 Style. Okay, das wollte ich nicht. Nein, bitte fallt ihn doch jetzt nicht um. Jetzt steht er wieder. Ganz toll gemacht. Ich muss das ausmachen, damit der ELS nicht, meine Auto wieder heile macht, weil das ELS macht ja die Autos heile. Schön auf die Reifen hier. Ich treffe nicht, ich treffe nicht, ich treffe nicht, ich treffe nicht. Jetzt habe ich getroffen. Wie kommt aber auch keiner, ne? Fahr rechts? Nein, leider nicht. Lol, ich kann das Ding nicht umfahren. Jetzt ist alles kaputt gegangen von dem Wagen. Und jetzt rechts mir aber auch.
So. Stopp, Polizei. Jo, ich bin wieder da. SCPD ist gecrashed. Wollte er mich gerade aus dem Auto schmeißen? Ah, gut. Du bist mein... Junge, du bist Kollege. Kollege? Hä, Kollege? Du bist auf jeden Fall abgehauen. Bleib stehen, Junge. Stehen bleiben, Polizei. Das war nämlich der, den... Jetzt weiß er nicht warum, aber wir wissen's. Suspect is in a vehicle. Description to follow. Units report a suspect resisting arrest in Leftwood. Ich weiß nicht, was mit meinem Kollegen abging. Junge! Lass es! Lass es! Okay. Okay, they have a haben's. Okay, mein Kollege ist einfach abgehauen. Ich weiß auch nicht wieso. Der mag mich nicht mehr. Aber für die letzten 4 Minuten, die wir noch haben, können wir auch noch kurz alleine rumfahren in unserem... Ach, das war rot. In unserem schönen... Mustern wollte ich gerade sagen, in seinem schönen Nissan. Steht da hinten extra drauf. Nissan GTR. War das rot bei dir? Nee. Das war bei dir aber rot. Sorry. Bist du betrunken? Nein, Kollege ist nicht betrunken. Sah grad so aus. Geile Idee. Komm, fahr. Jetzt fahren alle an der Seite. Das war eigentlich nicht meine Idee. Das hat toll geklappt. Das hat so toll geklappt. Straßentekturen. Oh Gott. Straßentekturen haben wieder toll geladen. Das wollte ich machen. Das wollte ich machen. Das wollte ich. Boah, cool. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich. Das war auch cool. Wir legen hier Stunts hin. Ich fahre hier hin, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, das wollte ich nicht. Sorry, 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 Leute, sorry. Sorry. Okay. Wie es aussieht. Wenn man nichts drückt, kann er das, wenn ich nicht rückwärts oder, also wenn ich nicht rückwärts oder, also nicht W oder nicht S drücke, dann macht das nicht. Nur wenn ich W oder S drücke. Wow, das wollte ich nicht. Ach ja, stimmt, weil es dann ausgeht. Scheiße, sorry. Wo? Gehört. Alles klar. Hä, was hat der? Hä? Was ist gerade passiert? Die beiden. Ihr beide dürft das nicht. Von daher bitte beiden stehen bleiben. Dahin wollte ich. Alles klar. Ja komm, jetzt nehm ihn doch mal fester.
So. Ein Unit, wo ist die andere? Da ist die andere. Alles klar. Er nimmt den Links hier mit. Alles klar, er ist einfach weggegangen. We are sorry for the game involved. Behavior is a recommend to restart the game. Civilians report a reckless driver on Manganese Street. Wollte ich gerade sagen, das ist auch wieder weg. Civilian. Was hat der? Ich glaube, der ist leicht betrunken. Get sober, Idiot. Gott, I'm drunk. You smell like shit. Bleib stehen. Du bleibst da auch stehen. Aber du bist festgenommen. Denn man beleidigt, wie schon gesagt, keine Polizisten. Der kann nicht wegrennen in der Hintergrund. Weil er zu betrunken ist, Junge. Billys bleibt stehen, Junge. Can you help me, Mister? Yes, I can. Yes, we can. Leave me alone. No. Ich glaube, das ist relativ normal, sonst würde ich die hier alle festnehmen. So, jetzt werden hier alle abgeführt. Get sober, idiot. Want me to call? Ich glaube, es ist relativ echt normal, dass hier jeder irgendeinen Scheiß sagt. Ja, wollte ich gerade sagen, der ist auch nicht ganz normal. Da ist noch ein... Ein bisschen Speeding hast du auch drauf, was? Du machst auch noch alles kaputt dabei. Bleib stehen, Junge. Alter Junge, was geht mit dir ab? Ein bisschen Speeding hast du drauf, was? Whoops, here we go, in pursuit. Okay, das ist die letzte Verfolgungsjagd für heute. Die ich jetzt gerade beende. Nein, doch nicht. Nicht ganz. Alter. Was geht hier ab? In Star Johnson, bitte. Dankeschön, dann machen sie schon mal eine Straßensperre. Ja. Er fährt richtig, richtig schnell und ist dann auch noch besoffen. Ist hier zufälligerweise ein... Scheiße. Es war so klar. Es war so klar. Inite, Ambulanz. So, kommt auch noch ein Medical.
So, du steigst mal. Guck mal hier, du kannst sogar in einem schönen Nissan mitfahren. Das hast du doch mal. Ist doch toll, oder? Also so mal betrunken zu sein und dann in so einem tollen Auto mitzufahren, mitfahren zu dürfen. Okay, dann fahr halt nicht damit mit. Wenn du nicht willst, dann fahr doch hier mit. Komm da runter, Junge. Runter da. Irgendwie dauert das gerade länger, als ich eigentlich wollte. Geh doch da einfach in das. Okay, dann sage ich mal so, war es das mit dieser Folge von LCPDFA. Und boah, mit der Blutspur noch dahinter. Oh, mir fällt gerade auf, ich hätte einen anderen rufen so können. Stimmt, ich hätte ja lange eh drücken können. Aber gut, der hatte da wahrscheinlich wieder irgendwas, sah gerade so aus. Als ob das Auto gefallen würde. Ne, das ist nur das Ding, alles klar. Wie ich gerade fahre einfach. Okay, das heißt, bis zur nächsten Folge von RCPDFA. Wenn euch die Folge gefallen hat, da muss ich hin. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und schreibt einen Kommentar. Das heißt dann bis zur nächsten Folge von RCPDFA. Und, so. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.